Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder ein Fimo-Video für euch und ja, das soll jetzt kein Tutorial sein, sondern eher als Inspiration für euch dienen. Und zwar gibt es ja diese Flatbacks oder manchmal werden sie auch Cabochons genannt, die dann ja so aussehen, als wären sie aus Resin und ja, einfach in diesem kawaii-japanischen Stil gehalten sind. Und ja, wer meine Tauschpäckchen-Videos oder meine Päckchen-Videos verfolgt, der wird das bestimmt mitbekommen haben, dass ich da ja totaler Fan von diesen Flatbacks bin. Also ich finde die total toll und ja, ich habe mit Absicht auch noch keine bestellt, weil ja, sonst könnte ich mich da echt zu Tode bestellen. Und ja, ich weiche schon wieder vom Thema ab. Auf jeden Fall finde ich diese Flatbacks total genial und die sind so, so, so süß und da gibt es ja die verschiedensten Formen und Farben. Und ja, was ich mir, die Frage, die ich mir gestellt habe, schon seit längerem ist, das kann man doch eigentlich auch aus Fimo machen. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal in einem Taschpäckchen-Video sogar gesagt, dass man das doch eigentlich auch aus Fimo machen könnte. Ich meine, es ist natürlich nicht dasselbe, muss man natürlich dazu sagen. Also es ist einfach was anderes. Aber ich fand die Idee ganz nett, da so eine kleine Challenge mit mir selbst draus zu machen. Und ja, die Challenge besteht jetzt eben darin, diesen Flatback, so gut es geht, mit Fimo zu kopieren. Also es geht diesmal wirklich ums Kopieren, ums bewusste Nachmachen. Ja, normalerweise bin ich ja nicht so der Mensch, der kopiert. Aber trotzdem finde ich, ist das ein wichtiger Lernschritt, beim Fimo oder bei allem eigentlich, dass man auch mal Dinge nachmacht und dadurch sehr viel dazulernt für sich selbst und erkennt, okay, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen, was muss ich noch üben, vielleicht auch Sachen, die man nicht so gut kann, dass man die zum Beispiel erstmal nachmacht, also bewusst von etwas direkt 1:1 kopiert und sich dann daraus so den eigenen Stil, sich daraus entwickeln lässt. Und ja, deswegen die Challenge an mich selbst, hier diesen Flatback, also diesen kleinen Resin-Hasen da nachzumachen. Ich fand den wirklich total süß und ja, ich wollte einfach mal gucken, wie das Video so bei euch ankommt, was ihr so von der Challenge haltet. Soll ich davon mehr machen? Also ich denke, ich für mich persönlich, privat, werde jetzt bestimmt noch einige Flatbacks nachfimulieren. Und meine Frage an euch ist einfach, wollt ihr das sehen? Soll ich die Kamera dabei laufen lassen und noch ein bisschen was dazu erzählen? Oder interessiert euch das eigentlich gar nicht so sehr? Ja, aber ich finde, es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Challenge und vielleicht inspiriert das ja den einen oder anderen von euch auch dazu, das auch mal zu probieren. Ihr müsst die Flatbacks ja auch nicht bei euch zu Hause haben. Googelt einfach mal danach oder sucht auf eBay nach diesen Flatbacks. Ich glaube, Flatbacks heißen sie konkret. Ja, aber die findet man ja eigentlich ziemlich schnell und überall. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Idee. Natürlich ist das von Vorteil, wenn man den Flatback zu Hause hat, weil man dadurch sich die Dimensionen auch wirklich konkret angucken kann. Man kann sehen, okay, das ist jetzt so gewölbt, das ist so gewölbt oder das ist so geformt oder ja, keine Ahnung, man erkennt es einfach besser. Und ja, ich fand das eigentlich sehr, sehr, sehr süß, die Challenge. Es ist natürlich, wie gesagt, nicht dasselbe. Das merkt man auch vor allem, wenn man dann auf die Rückseite guckt von dem Flatback. Es ist natürlich nicht dasselbe. Also das geht nicht alles nahtlos ineinander über. Das funktioniert einfach nicht mit Fimo. Zumindest bei mir nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen das ja andere hin. Keine Ahnung. Aber ich persönlich, ja, bei mir sieht das eben nicht so aus wie ja, das Original-Flatback sozusagen. Aber das macht ja gar nichts. Mir kommt es jetzt erstmal nur auf die Vorderseite an. Und die Rückseite habe ich dann nach dem Backen auch nochmal gut mit Sandpapier ja, geschmirgelt und abgefeilt, sodass das dann einigermaßen glatt ist. Und ich finde, das ist eigentlich sehr schön. Und ich hatte auch schon mal versucht, selbst Flatbacks zu machen. Ja, allerdings ist der Versuch nichts geworden, weil es leider durch das Backen zerbröselt ist. Weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber auf jeden Fall, das wäre auch nochmal so eine Idee, die fände ich super. Und ja, einfach mal so als kleinen Denkanstoß, probiert doch einfach mal die Flatbacks nachzumachen. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Idee. Natürlich, der Hauptunterschied liegt jetzt hier darin, ich habe jetzt weißes Fimo für den Hasen genommen. Der Hase von dem Flatback ist jetzt natürlich rosa mit Glitzer unten drin und klar, den Glitzer oder dieses Transparente von dem Resin, das kann man nicht imitieren mit Fimo, das funktioniert einfach nicht. Da müsste man, wenn, dann schon wirklich Resin benutzen. Man kann das jetzt natürlich auch abformen mit einer Gießmasse
und könnte dann versuchen, Resin draus zu gießen. Das hatte ich, ja, steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Das möchte ich auch gern unbedingt nochmal ausprobieren. Aber jetzt fürs Erste die Fimo-Challenge erstmal, das Ganze aus Fimo zu simulieren. Und ja, ich bin so ein bisschen zum Teil abgewichen. Vielleicht seht ihr das hier und da, ein bisschen in den Farben abgewichen, ein bisschen in Form. Zum Teil, ja, musste man sich auch irgendwie überlegen, wie macht man das jetzt, weil die Sachen sind auf den Flatbacks zum Teil auch aufgemalt. Das wollte ich jetzt persönlich nicht machen. Ich wollte das alles mit Fimo machen. Und ja, ich finde trotzdem, mir ist das sehr, sehr, sehr gut gelungen. Also zumindest für den ersten Versuch, finde ich, war das eigentlich nicht schlecht. Und ich habe das Ganze dann zum Schluss noch mit einem Glanzlack lackiert. Natürlich wäre das jetzt hier von Vorteil, je glänzender der Lack ist, den man zu Hause hat, desto realistischer sieht es dann nach einem Plastikcharm aus. Und ich finde es aber trotzdem ganz süß. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dalassen, wie ihr findet. Wie findet ihr denn, ist mir das gelungen? Findet ihr, ja, der kleine Flatback-Hase von mir ist gut oder ist er es nicht so gut? Also klar, man erkennt die Unterschiede. Es ist nicht genau dasselbe, also genau, also eins zu eins kopieren, bis das kleinste Detail, bin ich eigentlich gar nicht so gut drin, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, da muss ich einfach noch dran üben. Ich denke mal schon, dass das zum Teil auch einfach Übungssache ist. Aber trotzdem bin ich mega zufrieden mit dem kleinen Hasen. Ich finde ihn total süß. Vielleicht fragt sich ja der eine oder andere von euch, was macht man denn damit? Man kann es irgendwo draufkleben oder man kann es weiterverarbeiten, man kann es in Deko denn verarbeiten. Also da gibt es wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Und ich finde das eben irgendwie ganz süß, wenn dann, ja, zum Beispiel gerade bei Deko, denn das sieht ja dann immer so nach Standard aus, wenn das alles mit ja, diesen Plastik-Cabochons ist. Und ich finde das irgendwie ganz süß, wenn man vielleicht auch mal was mit Deko denn macht, wo man die Cabochons selbst gemacht hat. Ja, ihr Lieben, das war meine Fimo-Inspiration für heute. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich hoffe, es war irgendwie interessant oder hilfreich. Wie gesagt, lasst mir doch mal in den Kommentaren eure Meinung dazu da, ob ihr ja, von dieser Art von Video noch ein bisschen mehr sehen wollt. Ist jetzt vielleicht auch nicht das Spannendste von der Welt, aber ich weiß es hier nicht. Vielleicht habt ihr ja da ja, eine Meinung dazu, und dann lasst es mich wissen. Und ich wünsche euch noch einen kreativen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!